So, und da sind wir schon wieder. Dass da eine meiner Erfindungen versagt, war eine statistische Anomalie. So, wir müssen wieder zu Larry zurück. Wir haben jetzt das komplette Stromnetz auf sein Haus geleitet. Bin ich mal gespannt, was da jetzt passiert. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Ja, also. Achso, ja. Willkommen zurück zu meinem Let's Play von Far Cry 5 und. Wir gehen den guten alten gestörten Larry besuchen. Und der Larry! Ach nee, komm. Ich kann ihn nicht nachmachen. Aber soll er es doch selber zeigen, wie er drauf ist? Hi Larry! Die Zeit ist gekommen! Bist du bereit? Ich war's, bis ich die Generatoren reparieren musste. Dank dir werden Anne und ich die Galaxis retten. Ja, genau. Ich weiß, was du denkst. Ich würde dich auch gern mitnehmen, aber das ist zu gefährlich. Anne wollte mich und nur mich. Und wir dürfen diese Mission nicht gefährden. Ja. Fühl dich nicht ausgeschlossen. Sei stolz auf deinen Erfolg. Du hast unserem Ziel gut gedient. Für dich bleibt nur noch, dir die Früchte deiner grandiosen Mitarbeit anzusehen. Okay, du musst nur noch für mich diesen Knopf da drücken. Auf dem Generator. Aber das war's dann. Oh Mann, der wird jetzt verkohlen. Ich weiß es jetzt schon. Ich ahne es. Oder? Was? Was? Wie bitte? Der ist echt weg. Larry Sewell ist hier auch das Objekt. Oh Mann. Okay. Was hier ist jetzt? Oh, unendlich. Danke. Du bist frei. Unfassbar, dass die Sekte mich so erwischen konnte. Ich kann das Ziel sehen. Hi. Die Sekte ist wie ein Drogenkartell. Sie züchten Pflanzen, verarbeiten sie und kochen dann ihr Bliss daraus. Okay. Die alte Brauerei ist die letzte Station. Wenn wir die lahmlegen, sind sie am Arsch. Okay. Bis nächstes Mal. Krass. Voll die Alien-Waffe. Sonst 75 Widerstandspunkte. Nice. Alles klar. Immer so beleidigend. Okay, was haben wir denn dann noch für eine tolle Mission? Hier. Diesen Außenposten. Da gibt's ja auch den Flieger. Könntest du mal runtergehen? Danke. Geil. Schlag nach. Hey! Ey, der fährt jetzt echt den Weg. Nein. So, komm, weiter. Starte Feindbeschuss. Habe Sichtkontakt. Direkt unter. Geh runter. Lass mich fahren. Alter. Sitz tauschen. So. Ich blockiere den Gegner. Sichtkontakt zum Ziel verloren. Ich weiß nicht, warum wir jetzt. Ah, okay. Naja.
einfach quer durch, hätte es wahrscheinlich auch getan. Komm. Zack, weg ist er. Oh, die Geißel. Ich schulde dir was. Komm. Geh erstmal hier raus. Digga. Erstmal hier raus. Pass auf das Feuer auf! Sprich mit mir. Kumpel. Hallo. Hallo. Einer meiner Kumpel hat Neuigkeiten über den Flyshop. Er sagt, sie mischen sich da das Bliss zusammen. Es würde sie hart treffen, wenn die Kugas den Ort dicht machen. Okay. Schweißbrenner benötigt. Götze, bitte? Beschlagnahmen, danke. Der Widerstand ist hier, um zu helfen. Viel Spaß. Ja. Danke, Widerstand. Warum sitze ich jetzt hin? Nein! Oh, es ist nicht wahr. Das kann nur mir passieren. Das kann echt nur mir passieren. Okay. Scheiße. So ein Glück kann nur ich haben. Joey. Nein. Definitiv nein. Das ist ein Sonderstück. Doch, querfällt ein. Die Ranch. Da hinten ist noch ein Silo. Was ist da? Ein Prepper-Hinweis. Hi. Wir sollten Frank mal einen Besuch abstatten. Hört sich an, als steckt er in ziemlichen Schwierigkeiten. Okay. Okay, hier haben sie diesen Blitzschrott genommen aus dem Video. Joseph ist sauer und John muss den Kopf dafür hinhalten. Gut, hoffentlich bringt ihn das um. Das werden wir noch sehen, aber ich denke ja. So, da hoch. Befreie den Sekten außen. Da sind wir ja auf dem Weg. Da sind wir auf dem Weg hin.
Dass ich das immer so drauf habe mit dem langsam. Langsam und leise. Klar, dass es hier abgeht. So. Sterben. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall werde ich sterben. Für Joseph Seed. Nein, auf den Deck. Was das? Immer noch nicht. Edens Gate ist geschlossen. Mir doch egal. Da vorne ist noch einer. Ja, Seed Ridge befreit. Bam. Und wir haben die Seed Ranch. Die Seed Ranch befreit. Deine Taten haben Konsequenzen. Ein drittes Quest. Ich habe deine Freunde hier in Forge End versammelt, um für deine Sünden zu büßen. Wow. Du darfst dich uns gerne anschließen. Schließlich sind sie ja auch nur deine Gegner. Ja. Ja zu sagen, Deputy. Lass nicht zu viel Zeit. Die Entzündungs-Story-Mission. Lieber Bruder Joseph, wie versprochen ist Falls End jetzt von uns besetzt. Ich habe die drei großen Stützen der Gemeinde in Visier genommen. Mary May, Pastor Jerome und Nick Rye. Und nachdem wir sie mit ihren Sünden gezeichnet hatten, pflanzte ich einen Samen des Zweifels in die Bewohner. Ich zwang jeden von ihnen in Frage zu stellen, woran er oder sie wirklich glaubt. Zu hinterfragen, auf welche Seite er oder sie kämpfen sollte. Es gab Blutvergießen, aber wenn meine Konvertiten nicht gewesen wären, wäre es noch viel schlimmer gekommen. Jene, die wir gerettet haben, wurden Teil unserer Herde, jene, die gekämpft haben, sind tot. Und jene Sünder, die geflohen sind, ich werde sie fangen. Das ist auch ein Versprechen. Dein Bruder, John. Mir wurde berichtet, dass die Sekte die Verteidigungen aller Außenposten im ganzen County verstärkt hat. Pass bloß auf! Ja.
sagte schon, das war's für Force End. Du hast also mein Zuhause im Namen deines Widerstands erobert. Danke sehr. Mit dieser Wende reden können. Vielleicht eher schreien. Sei gewiss, dass ich eines Tages wieder einziehen werde. Früher oder später. Und wenn ich das tue, ich mir vielleicht deine Haut als Trophäe über den Kamin. Okay. Krankes Schwein. Okay, jetzt müssen wir wieder hier die Ringe treffen anscheinend. Du musst mir den Vogel zurückbringen. Er ist unser einziger Weg aus diesem Shitstorm. Aber erst muss ich sicher gehen, dass die ihn nicht manipuliert haben. Machen wir ein paar Tests. Halt dich beim Kornkreis scharf links und flieg so tief es geht den Fluss entlang. Scharf links? Das war's. Du packst das. Bloß nicht zittern. Ich lass dich mal mit dem linken Flügel winken. Der Breiten, der stellt sich immer ein bisschen quer. Okay. Ja, wenn was nicht stimmen würde, wäre die Kiste außer Kontrolle. Ja, ein paar kompetente Piloten hat die Sekte schon auch. Ja. Ist alles in Ordnung. Alles gut, mein Freund. Jetzt in den Tiefflug. Aber... Ausgerechnet in Jones Ranch einzubrechen und heil wieder rauszukommen. Den Fickern haben wir es gezeigt. Das müssen die erstmal verdauen. Tja. Wir können's halt, Digga. Wir können's. Ich hätte echt gern die Gesichter von denen gesehen. Blöde Peggy. Ja, jetzt ist er ein Vollzent. Hat unsere Freunde. Was anderes machen die hier gar nicht. Sie schlagen vor deiner Tür auf. Und nehmen sich einfach, was sie wollen. Nicht mehr. Außer John. Ach, haben wir alles klar, erledigt, alles was darum war. Dieses Flugzeug hat noch keinen Rye im Stich gelassen. Ich weiß nicht, was wir ohne diesen Flieger hätten machen sollen. Ja. Auch den Flieger. Du solltest gleich zu einer Flussgabelung kommen. Halt dich rechts. Ich weiß ja nicht, ob du kleine Monster daheim hast, aber ich kann dir sagen, schon beim Gedanken, dass wir ohne Vater aufwachsen müssen, wird mir ganz mulmig. Ja, jetzt ist doch verständlich. Jagdgebiet, Ente. Wenn ich mein Zuhause aufgeben und türmen muss, um meine Familie zu beschützen, dann ist es eben so. Ist doch das Richtige, oder? Aber nicht so viel. Lass uns zu Ende kommen. Es lässt mir immer noch das Blut kochen, dass ich das Zuhause verlassen muss, dass meine Familie mühevoll auf... Die haben sich jeden Zentimeter hier mit Blut und Schweiß verdient. Und jetzt verliere ich alles an so einen Man-Bann, Hürdi und seine Inzuchthorne. Scheiße! Mit den Rice legt man sich nicht an, ohne Federn zu lassen. Lass uns dafür sorgen, dass sie keinen leichten Tod finden, Partner. Was denn aber? Klatschnixen, erinnere mich nur die Staubkorn. Die Peggy steigen ja nördlich von meiner Landebahn auf. Schalte sie
Was ist denn da? Wenn du eine sanfte Kurve fliegst, bist du auf einem guten Weg zu meinem Flugplatz. Bis gleich! Bis gleich, Digga! Viele meinen ja, das wäre das Schwierigste. Ich zeig dir, wie man's macht. Bring die Landebahn vor dich, während du kontinuierlich die Höhe reduzierst. Geschafft. Oh mein Gott! Oh mein Gott, da ist sie ja! Ja! Du Hurensohn, hast sie! Du hast sie, danke! Du Hurensohn! Tim, das Flugzeug ist zurück. Ja, klar! Hey, komm schon, wir drehen sie um! Komm schon, pack an! Da freut sich aber wer. Weißt du, das ist das erste Mal seit langer Zeit, dass ich sowas wie ein gutes Gefühl habe. Diese verdammten Peggys. Kim, komm schon! Wehe, die haben an ihr rumgefummelt. Dieses Flugzeug ist seit 3 Generationen in meiner Familie. Ist das zu glauben? Kim, kommst du dann? Ja, ich komme. Ehrlich, die Frau macht mich fertig. Jedenfalls, mein Opa hat sie direkt nach dem Zweiten Weltkrieg gekauft. Sie war sein ganzer Stolz. Ich habe ein paar Veränderungen vorgenommen. Kim, würdest du dich bitte beeilen? Boah, scheiße. Was? Diese Schweinepriester geben einfach nicht auf. Herr im Himmel. Hör zu, in der Luft bin ich besser, aber am Boden bist du wie ein wildes Tier. Ich greif von oben an, okay. Und du von unten. Was sagst du? Mach mal. Los, oh, ja. Go! Komm, Digga! Kim, du bleibst drin, bis ich zurückkomme! Für den Widerstand! Wo sind die Peggys denn? Wo sind sie? Ziel aufgemacht! Oh! Hallo? Was war das denn? Nice, ein Bug entdeckt. Sichere nichts Haus. Ja. Du hast die Waffen schön vorgehalten. Kim ist im Haus. Ich vertraue dir, Partner. Pass auf sie auf. So, ciao. Ich weiß, ich also weiß. Also gut, ihr Hurensöhne. Mal sehen, ob ihr so beweglich seid wie ich. Oh Mann, lad dich auf, Junge! Ich weiß!
Ich versuche hier schon alles. So. Wo seid ihr? Sie sind am Hangar. Klar, aber wo kommen die immer alle her? So. Ja, oh mein Gott, geschafft! Ich habe einen erwischt! Auserwählt am Arsch! Nice, Digga, nice! Alter! Dann mach mal! Junge, mach! Dafür muss man sich bewegen. Sonst klappt das nicht. Gleich down. Schütte. Oh, mach was, Junge. Scheiße! Mist! Das war nicht gut. Als ob ich's geahnt hätte! So, okay. Hangar sicher. Zusätzliche Bewässerungsmaßnahmen werden zwar diskutiert, doch viele Kleinbauern könnten sich diese. Sichere den Hangar. Also wir sind da. Wo seid ihr? Soll ich den Hangar sichern? Wenn keine Gegner da sind. Luftunterstützung im Anflug. Ich nehme hier oben Schaden. So. Krieg dich so nicht runter, Flieger. Sichere den Hangar. Greife gleich an. Ich nehme
Kollege, mach was. Nicht gut. Führe Angriff durch. Scheiße. Jetzt gibt's Zunder, ihr Sünder. Müsstest du auch mal was machen, außer nur reden. Mann, ich bin gleich down. Soll ich die Mission hier denn erledigen? Luftunterstützung im Anflug! So. Kann nichts machen. Sichere den Hangar. Ja. Super. Wir versuchen hier schon unser Bestes. Halt die Gosche. Ja, Kumpel, ich kann nichts machen. Raffst du es nicht? Greife gleich an. Wo bist du? Da. Blick in die Luft. Zack. Erledigt. Kommt da noch was? Okay. Leute, wir beenden erstmal die Folge. Irgendwie kommen wir hier nicht zum Ende. Weil hier erscheinen keine Gegner mehr. Ich denke mal, das ist ein Bug oder irgendwas. Ich muss die Mission nochmal neu starten. Aber wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Ein Abo. Und ja, immer wieder gern gesehen. Kommentare. Und dann hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann, meine Freunde. Ciao.